Und damit, Freunde, willkommen zurück zu Fortnite Rette die Welt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute. Scheiße. Heute machen wir eine Liefer-die-Bombe-Mission. Im Grunde, ja, genau die. Mit epischen Miniboss. Okay. Das haben wir nämlich momentan als Aufgabe. Die vier medizinischen Vorräte habe ich mal schnell in einem Dungeon erledigt. Deswegen, das war nichts Besonderes, habe ich nur noch ein bisschen Materialien gefarmt. Und ja, lange ist es her. Lieferbombe haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ach, da finde ich es eigentlich ganz lustig sogar. Weil man muss ja die Bombe von A nach B transportieren und dann muss man nochmal diesen Werfer verteidigen. Finde ich ganz nice, aber ja, mal schauen. So. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern, deswegen, ja, mal schauen. Sich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Oh. Achso. Das Waffenlager ist jetzt Die in sind Betrieb. schon. Füge zum Herstellen deiner ersten Bombe Blue Glow hinzu. Die sind schon dabei, ja gut. Machen wir hier einmal einen Blue Glow Saugheber fix. Nein! Ich brauche doch nur viermal Blue Glow. Und es war auch schon fast fertig. Ah, Mann. Mein Bruder macht das auch immer komplett ohne Verteidigung. Er denkt sich dann so, war's schon. So. Erzähl's deinen Freunden. Maschinen in dein Inventar gepackt.
Lass mal schauen, wo wir überhaupt hin müssen. Auch so. Nein. Es geht nicht. Gehe ich dann hier lang? Verbindung hergestellt. Als nächstes müssen wir die Bombe zum Werfer transportieren. Mach dir um die Verteidigung der Schienen keine Sorgen. Falls die Bombe zerstört wird, können wir auch eine neue bauen. Da wirst du ballern und gleichzeitig in Bewegung bleiben müssen. Folge der Bombe und sorge für ihre Sicherheit. Komm schon, Knochenschädel! Die Bombe ist in Bewegung. Beschütze sie! Habe ich keine Nocturne mehr, keine große. Das aussieht nicht. Wir haben es geschafft. Du musst
schon zugeben, dass das unheimlich cool ist. Mit dem Ding könnte ich all meine Probleme in die Luft jagen. Okay, das reicht. Wollen wir das Feuerwerk mal machen? Die Bombe wurde in den Werfer geladen. Während der Werfer auflädt, visiert ihr den Riss automatisch an. Verteidige den Werfer und mach dich dabei auf einige ungebetene Gäste gefasst. Gut, dann würde ich mal versuchen zu starten, ne? Gezündet! Das ist aber eine lange Lunte. Schütze das Feuerwerk! Schädel ist so randaliert! Töten wir etwas! Ich bekomme jetzt Geschenk und die anderen nicht. Ein Drache! Ein Lama! Ein Drachenlama! Hm. Jawohl, so macht man das! Schau mal hoch! Es regnet Beute. Okay. Brennende Beute. Lasst unsere Festung in Ruhe! Die machen den Werfer, ne? Haben sie den wenigstens ein bisschen zugebaut? Ja, gut. Oh, elegant. Oh, der Miniboss. Sehr gut.
könnte. Passt auf, die Festung wird angegriffen. Drachenschlitzer! Yo, nice. Nocturno kriegt keine Magazingröße mehr, glaube ich, ne? So. Sehr schön. Ja, habe ich ordentlich Schaden gemacht. Sehr schön. Nächste Aufgabe ist dann, glaube ich, Sturmschildverteidigung, glaube ich schon, oder? Nee. Eine Sache fehlt noch. Das ist eure Chance, in diesem Krieg etwas zu bewirken. Die Verteidigung ein Überlebender. Von Plank Harbor zerfällt. Das Wir ist sind gut. Die Letzten zwischen den Leuten von Plank Harbor und dem Sturm. Ausrüstung schnappen und los! Nee. Oh, zweimal repariere den Schutzbunker. Bevor es losgeht, sollten wir auf die Überlebenden von Plank Harbor vorbereitet sein. Schlimm. Das ist richtig schlimm. Wie ist der Status der Schutzbunker in Plank Harbor? Au, 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 mein Auge. Glotzbot Beta, wie ist dein Status? Der angewählte Glotzbot steht derzeit leider in Flammen. Kommandant, lass uns lieber nachsehen, was da los ist. Muss ich schauen, ob ich den brauche. Nee, leider nicht. Schade. Noch nicht zumindest. Kann ich jetzt eigentlich schon den Fertigkeitbaum sehen? Ja, kann ich. Okay. Ach, jemini. Gut. Und hier werden wir wahrscheinlich ja 3 Punkte brauchen jeweils. Deswegen ist es schon ganz gut, dass ich sammle. Erzeugung von Forschungspunkten. Ah, nice. Gut. Hier wäre der erste. Also 1... 2. Also ich brauchte, das kann ich ja mit 3 Punkten skillen, sondern kann ich 1, 2, sprich 6 Punkte. Wenn ich dann jetzt noch 4 Punkte irgendwie bekomme, dann kann ich hier oben auch den schon skillen. Und dann würde ich wahrscheinlich erstmal wieder auf Ninja gehen, auf Nahkampf hier unten. Ja. So, dass ich dann tatsächlich
den Adrenalinstoß auch später auf Stufe 4 habe. Boah, das ist krass. Das wird krass. Wie sieht der Baum aus hier? Auch ziemlich krass. Gut, so. Hier haben wir ja jetzt, hier können wir ja auch noch hoch die zwei machen. Das machen wir später, wenn wir dann genug Punkte dafür haben. So. Also das ist dumm. Ja, eine Waffe zum Angucken, selber schuld. Ich lese in diesem Chat nur noch scammed. Ich will nicht gescammt werden. Scam. Warnung. Scam. Leute, hört auf, da drinnen zu traden. Ich find's so geil. Genau, in der Sammlung wollte ich nochmal schauen. Dieses Teil, ne? Den packe ich da mal rein. So. Helden werde ich erstmal nicht reinpacken. Ich würde sagen, wir sehen uns erstmal im nächsten Part wieder. Also bis dahin, ciao und bis zum nächsten Mal.